Ein sehr herzliches Willkommen an Jürgen Todenhöfer. Schön, dass Sie da sind, Herr Todenhöfer. Einer der wichtigsten deutschen Medienmanager. Aber das soll uns gar nicht weiter beschäftigen, weil hier geht es nicht um Ihren Job, sondern um Ihr Engagement. Der Titel des Buches heißt "Warum tötest du Said?" Als Frage formuliert. Was haben Sie für eine Antwort bekommen? Ja, da muss man die Geschichte von Said erzählen. Said ist ein 22-jähriger Student, der mit diesem Krieg nichts zu tun haben möchte. Said hat 12 Jahre lang schwerste Sanktionen erlebt. Das heißt, es gibt nichts Richtiges zu essen. Es gibt kaum noch Medikamente im Irak. Und er kann sich nicht vorstellen, dass es gegen dieses am Boden liegende Land einen Krieg gibt. Und dann schlagen dann doch irgendwann in seiner Heimatstadt Ramadi die Bomben ein. Und Said beschließt mit seinen beiden Brüdern, sich trotzdem nicht am Widerstand zu beteiligen. Er will studieren. Und er zieht es durch. Und 3 Jahre später, im Sommer 2006, wird sein zweitjüngster Bruder auf offener Straße frühmorgens von amerikanischen Scharfschützen von hinten erschossen. Und Said hat jetzt noch einen Bruder, der heißt Karim. Und die beiden beschließen sich immer noch nicht am Krieg zu beteiligen, ganz anders als ihre jungen Freunde, die im Widerstand sind gegen die Amerikaner. Und dann schlägt im Winter 2006 ganz nah neben dem Haus der Familie von Said eine Bombe ein. Die Familie läuft in Panik zu einem Haus eines Onkels, der ein paar hundert Meter entfernt wohnt. Und als sie dort ankommen, stellen sie fest, sie haben vergessen, die Heizöfen auszustellen. Und diese Heizöfen werden mit Kerosin beheizt. Und Kerosin ist sehr teuer im Irak inzwischen. Und da die Öfen alt sind, ist das auch gefährlich. Und der kleine Bruder beschließt, zurückzulaufen zum Haus und die Heizöfen auszustellen. Und er geht raus, er öffnet die Tür, Said ruft ihm noch zu, pass auf dich auf. Und in dem Augenblick wird Karim 30 Meter vor dem Haus von amerikanischen Schützen erschossen. Und dieser junge Said, über den ich schreibe, der versucht nach draußen zu stürzen. Er will seinen Bruder reinholen. Aber alle halten ihn fest, weil sie Angst haben, dass er jetzt auch erschossen wird. Denn die ganze Nacht wird geschossen. Und die ganze Nacht steht die Familie an einem Fenster und sieht draußen, wie ihr 19-jähriger Sohn und Bruder verblutet. Und erst im Morgengrauen kann die Familie Karim bergen. Er wird am Nachmittag beerdigt und in diesem Augenblick, bei der Beerdigung seines letzten Bruders, schließt sich Said dem Widerstand an, dem Widerstand gegen die amerikanische Besatzung. Weil es nicht mehr aushält, weil er sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich. Weil er sagt, ich muss einen Beitrag leisten, dass junge Iraker und irakische Familien nicht mehr getötet werden. Können Sie ihn verstehen? Ich glaube, Said und ich, wir sind keine dicken Freunde geworden, weil ich bin eher ein Anhänger von Martin Luther King oder Gandhi. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwer, ihn nicht zu verstehen. Wenn Sie an Ihre Reise denken, die Sie in den Irak gemacht haben, welche Bilder fallen Ihnen zuerst ein, wenn Sie daran denken? Welche Bilder haben Sie so eingebrannt, dass Sie die nie vergessen werden? Mir fallen ein die Bilder zerstörter Häuser. Mir fallen ein riesige Mauern, die überall an den Grenzen aufgebaut sind. Mir fallen ein die ständigen Polizeikontrollen. Wir sind immer wieder von Polizeiwagen angehalten worden, die ihre Maschinenpistolen auf unser Auto gerichtet haben. Mir fallen ein sehr unglückliche Familien, ein leidendes Land. Und mir fällt vor allem ein eine Mutter, die Mutter eines Freundes, die ein Plädoyer hält für Said und die sagt, wer denkt eigentlich im Westen an die Mütter im Irak, die ihre Kinder verlieren. Man geht davon aus, dass inzwischen 1,2 Millionen irakische Zivilisten getötet worden sind in diesem Krieg. Nachdem die Amerikaner reingegangen sind. Das heißt, man muss sich, wenn man mal an die Deutschen... Ist es zynisch, das zu vergleichen mit den Opferzahlen unter Saddam Hussein? Also für mich war Saddam Hussein ein grausamer Diktator, ein Verbrecher. Deswegen, ich war ja auch... Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ungefähr 250.000 Tote. 290.000. Und das verglichen mit jetzt 1,2 Millionen. Also nur die Frage, ist das zynisch, das zu vergleichen? Ich würde das nicht vergleichen. Aber ich habe mich auch immer geweigert, bei meinen Besuchen vor dem Krieg Saddam Hussein zu treffen oder ein anderes Mitglied der Regierung zu treffen. Aber ich finde zynisch die Diskussion im Westen, die wir haben. Wir sprechen ja ständig über die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt. Und wir hatten ja gerade die No Angels hier und da ist auch eine junge Muslimin dabei. Und wir tun so, als sei das Problem unserer Zeit, die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt. Ich will Ihnen mal 2 Zahlen nennen, bitte. Obwohl ich weiß,
dass man Schicksale nicht mit Zahlen beschreiben kann. Die Terrorbande Al-Qaida hat 5000 westliche Zivilisten ermordet in 20 Jahren. Und ich habe mit... Die meisten davon auf einen Schlag. In fast 3000 am 11. September. Und ich habe mit Angehörigen der Opfer des World Trade Centers gesprochen, mehrere Gespräche geführt und war tief erschüttert, weil hinter jedem dieser 5000 Menschen, die Al-Qaida ermordet hat, steckt eine Familie, ein Freundeskreis, steckt eine große Tragödie. Und deswegen sind Al-Qaida für mich auch keine Freiheitskämpfer, keine Widerstandskämpfer, keine Mujahideen, sondern das sind Mörder. Aber der amerikanische Präsident hat im Irak nicht 5000 Zivilisten getötet, er hat mehrere hunderttausend Zivilisten getötet. Und es gehört schon eine unglaubliche Überheblichkeit dazu, zu sagen, das Problem unserer Zeit sei die Gewalt der muslimischen Welt. Das Problem unserer Zeit ist die Gewalttätigkeit einiger westlicher Länder. Gibt es bei uns, oder stellen Sie sowas fest, dass es fast eine Art, man soll vorsichtig sein mit dem Wort, aber fast eine Art von Rassismus gegenüber dem Islam gibt? Es gibt Äußerungen von westlichen, nicht nur deutschen, sondern niederländischen, amerikanischen Politikern, die aus meiner Sicht ganz klar rassistische Züge tragen. Und wir haben die muslimische Welt, wir haben auch andere Welten im Grunde behandelt wie... Ja, wie Untermenschen, manchmal wie halb, Sartre sagt, wie der berühmte französische Philosoph sagt, wie Halbaffen. Und wenn Sie mal feststellen, auf welchen Seiten es inzwischen steht, wenn 20 oder 30 oder 40 Iraker tötet, zufällig bei einem Bombenangriff der Amerikaner getötet werden, stellen Sie fest, dass für viele Menschen das Leben eines Irakers nicht viel wert ist. Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit einer großen jüdischen Schriftstellerin kurz vor ihrem Tod, Susan Sontag.